Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir bleiben bei den wichtigen Wechselpräpositionen bei Lokalangaben. Hier nun einige Fallbeispiele. Ja, wir haben für Sie Kategorien gebildet, damit es Ihnen das Lernen erleichtert, denn die Präpositionen sind im Deutschen etwas unlogisch. Hier jetzt die Kategorie Meer, See, Fluss, Wasser. Woher kommen Sie, woher kommst du? Jetzt nehmen wir die Präposition von plus Dativ. Philipp, woher kommst du denn? Ich komme von der Nordsee. Ich komme vom Mittelmeer. Ich komme von der Adria. Ich komme vom Atlantik. Ich komme von der Ostseeküste. Ich komme vom Bodensee. Ich komme auch vom Rhein. Ich komme vom Baggersee. Ich komme gerade vom Strand. Und ich komme vom Schwimmbad. Ja, danke. So, jetzt auf die Frage wo, die Position. Auf die Frage wo nehmen wir in der Regel die Präposition an plus Dativ. Sie hören auch manchmal im plus Dativ. In einem Fall müssen wir das sogar nehmen. Also, wo bin ich gerade? Wo befinde ich mich gerade? Ich bin an der Nordsee. Ich bin am Mittelmeer oder ich verbringe meinen Urlaub am Mittelmeer. Ich bin an der Adria. Ich verbringe meinen Urlaub am Atlantik. Ich bin an der Nordseeküste oder ich wohne an der Nordseeküste. Ich bin am Bodensee. Ich mache am Bodensee Urlaub. Ich bin am Rhein oder ich wohne am Rhein. Köln liegt am Rhein. Wir sind heute am Baggersee. Es ist schönes Wetter. Wir sind jeden Tag am Strand und liegen in der Sonne. Oder die Kinder sind im Schwimmbad. So, jetzt auf die Frage wohin, das ist die Richtung. Auf die Frage wohin nehmen wir die Präposition an plus Akkusativ. Sie hören auch zu plus Dativ. So, Philipp, wohin gehst du, wohin fährst du? Ich fahre an die Nordsee. Ich fliege ans Mittelmeer. Ich fahre an die Adria. Ich reise an den Atlantik. Ich fahre an die Ostseeküste. Ich wandere an den Bodensee. Ich reise an den Rhein. Ich fahre an den Baggersee oder auch zum Baggersee. Ich fahre an den Strand oder auch hier wieder zum Strand. Und ich fahre ins Schwimmbad. Ja, danke schön. Wichtig ist noch Folgendes. Hierbei an, also an plus dem wird zu am, ja, an plus dem zu am, und an plus das wird zu ins, zu ans, beziehungsweise in plus das zu ins. Merken Sie sich das bitte. Und hier haben wir noch von plus dem wird vom, also maskulin. Dankeschön.